JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Abend, muss man an der Stelle ja schon wieder sagen. Felix, im Hintergrund scheint die Sonne noch, aber es ist schon 18 Uhr. Ihr müsstet jetzt auf jeden Fall Felix Webcam sehen. Und die Frage ist jetzt, weil ich sehe es nicht, seht ihr auch Felix Bildschirm? Nee, ihr seht jetzt wahrscheinlich nur in Vollbild. Habe ich noch nicht geshared, also das kann ich vergessen. Okay. Webcam. Ja, VV GmbH von Wright, das ist das Thema heute, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was das Unterthema heute ist, da habe ich noch gar nicht geschaut, das wird der Felix uns gleich mitteilen. Wir hatten ja auf jeden Fall schon schöne, interessante Serien hier oder Reihen in dieser Serie, Vorstellungen in dieser Serie und somit freue ich mich, dass der Felix heute wieder von der Wright GmbH bei uns ist und uns dort diesbezüglich ein paar Informationen kundtut. Herzlich willkommen, Felix. Hi. Hi, grüß dich. Ja, leg einfach direkt los. Vielleicht, du hast ja, glaube ich, auch einen Risikohinweis. Ich habe den ja jetzt dadurch, dass direkt dein Bildschirm zu sehen ist, jetzt direkt gar nicht reingehalten. Somit von deiner Seite, glaube ich, du hast ja auch einen, ne? Ja, da. Perfekt, siehst du, das ist ein Zusammenspiel hier. So muss man immer anfangen. Es gibt halt sozusagen zwei Haftungsausschlüsse. Das eine ist, ich bin kein Steuerberater und ich darf auch keine steuerliche Einzelfallberatung machen. Heute die ganzen Inhalte sind ganz allgemein, um euch mal an das Thema ranzuführen. Es handelt sich dabei aber nicht um eine steuerliche Beratung und bei den Beispielen handelt es sich auch nicht um eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ja, und genauso, wenn ihr das von JFD, also wenn ihr Finanzprodukte handelt, ja, vor allem CFDs, da wisst ihr ja, die meisten Leute verlieren damit Geld. Das ist also auch, genau, und hier seht ihr es eben. Ihr könnt uns gerne alle Fragen stellen, was wir beantworten können, werden wir beantworten. Du moderierst mir die Fragen an, oder? Nehme ich an? Genau, so können wir es gerne tun, beziehungsweise mal sehen, wie viele Fragen herkommen, dann schnappen wir sie uns wieder gleichzeitig. Aber jetzt würde ich es erstmal, wenn ein paar kommen, dann dir die dann immer reinreichen, zwischenschmeißen gegebenenfalls mal. Genau, so, und dann fangen wir an, genug von Risiko, ne? Dann kann ich einmal kurz erzählen, wer ich bin. Also ich bin einer der zwei Gründer von Wright. Ich habe vorher, also bei Wright geht es darum, besser Vermögen aufzubauen. Ja, wir helfen Leuten dabei, Steuern zu sparen und dann mehr Geld anlegen zu können. Davor habe ich bei einem Immobilien-Private-Equity-Fonds hier in Berlin gearbeitet, 1,7 Milliarden Assets under Management, 15-köpfiges Team. Und davor habe ich ein Startup in Berlin gegründet, Newstore. Das war eine E-Commerce-Software, die wird heute von Adidas, Decathlon und Co. genutzt. Das habe ich 2015 verkauft. Genau, und damit können wir gerne anfangen. Ja. Gerne. Wichtig ist mir erstmal, dass ihr die grundlegende Philosophie versteht. Ja. Und es gibt wenn ihr euch ganz viele Rechner im Internet anguckt, ja, was passiert, wenn ich 50 Jahre den S&P 500 halte, haben wir immer ein Problem. Diese ganzen Rechner ignorieren immer Steuern. So, ihr kennt das, wenn ihr eine Dividende kriegt oder ein Derivat mit Gewinn verkauft, werden sofort 26,375% Steuern abgezogen. Und ihr könnt also real immer nur 74% reinvestieren. Wenn ihr in der Kirche seid, ist das noch schlimmer. Und das Resultat da ist einfach, dass diese extrem hohen Steuern den Vermögensaufbau behindern. Das Gute ist, dass man da tatsächlich was dran tun kann. Man kann nämlich wahnsinnig viel Steuern sparen, indem man nicht privat investiert, sondern über eine Kapitalgesellschaft. Kapitalgesellschaften in Deutschland sind die UG, die GmbH, die AG und die SE. Wir betreuen bei Wright alles, allerdings ist uns auch keine SE begegnet. Wer eine hat, würde ich gerne mal machen. und die Logik ist eigentlich ganz simpel. Ja? Wenn ihr Steuern spart, habt ihr mehr Geld übrig, was ihr reinvestieren könnt und dadurch baut man schneller Vermögen auf. Und das macht teilweise wirklich ganz große Unterschiede. Und man hört ja immer oft, es gibt kein Free Lunch. Ich finde schon, ja, weil ich hiermit einfach alle Renditen hochschraube, weil ich eben nach Steuern deutlich mehr Geld übrig habe. Und bitte? So. Nee, entschuldige bitte. Nein, alles gut. Also, und der Weg dahin ist eben die vermögensverwaltende GmbH. Jetzt ist die Frage,
Was ist eine vermögensverwaltende GmbH? Das ist erstmal eine ganz normale GmbH, die, also der Unterschied ist, die ist halt eben nicht operativ tätig. Das heißt, sie stellt keine Ausgangsrechnung, sondern die wird von, dafür genutzt, Assets zu halten und Vermögen aufzubauen. Zeichnet sich meistens dadurch aus, dass sie Kontrolle hat durch wenige Gesellschafter, meistens eine Einzelperson oder ein Paar, und wird eben genutzt zur Optimierung. Es ist aber eine ganz normale GmbH. Es ist also nur ein umgangssprachlicher Begriff, um das zu bezeichnen, allerdings kein juristischer. Und das habe ich gerade schon gesagt, also alles, was ich sage, gilt für alle Kapitalgesellschaften. Ich werde jetzt immer GmbH sagen, aber ja, wir betreuen bei Wright sowohl auch, als auch UGs und AGs. Ja. SE, wie gesagt, ist uns noch nicht unter die Finger gekommen. Würde ich mal gerne sehen. Wir fangen jetzt mit den Basics an. Und es gibt eigentlich zwei große Hebel. Der eine Hebel ist, Kosten in die GmbH zu verschieben, und der andere Hebel sind niedrigere Steuersätze. Wir fangen mal mit den Kosten an. Denn es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Im Privatvermögen ist das so, dass ihr auf Einnahmen besteuert werdet. Also ihr kennt das, es gibt eine Dividende und es wird sofort die Quellensteuer abgeführt. Ja, das heißt, ihr zahlt erst die Steuern und nur das, was netto übrig bleibt, davon könnt ihr dann Kosten bezahlen. Im Betriebsvermögen ist das grundsätzlich anders. Ja, da kriegt ihr erstmal eine Dividende, darauf zahlt ihr gar keine Steuern, und dann zieht ihr erstmal alle Ausgaben ab, Auto, Handy, Internet, Leverage-Zinsen, und dann zahlt ihr die Steuern auf das, was hinterher übrig bleibt, nämlich auf den Gewinn. Das ist ein fundamentaler Unterschied, und da müsst ihr immer dran denken, weil viele Leute machen immer den Fehler, einfach die Steuersätze miteinander zu vergleichen, aber das funktioniert so nicht, weil der Steuersatz im Privatvermögen eben aufs Einkommen geht, in der GmbH aber nur auf die Gewinne. Und jetzt fragt man sich natürlich, was kann ich denn für Kosten in die GmbH verschieben? Und generell kann ich alle Kosten verschieben, die für die Gewinnerzielungsabsicht notwendig sind. Gewinnerzielungsabsicht heißt nicht, dass Gewinne entstehen müssen, aber es muss die Intention da sein. Und erstmal braucht eine GmbH natürlich Kommunikation, also Handyvertrag, Internet, einen Computer. Büro wäre auch unkritisch, Fortbildung und Seminare, Reisetätigkeiten für die Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel in meiner GmbH auch Immobilien drin. Deswegen kann ich auch einen Akkuschrauber über die Firma kaufen, weil das zur Gewinnerzielungsabsicht gehört. Dazu gehören auch sowas wie Leverage-Zinsen. Und das ist eben ein fundamentaler Unterschied zum Privatvermögen, wo ich eben nur die 801 Euro Sparerpauschbetrag geltend machen kann. Und ich zeige euch mal später, wie groß dieser Effekt ist. Aber besonders schön ist das, wenn man ein Firmenauto hat. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat denn ein Firmenauto mit einer Gewinnerzielungsabsicht zu tun, wenn ich eine reine Trading GmbH habe? Nichts. Hier der Firmenwagen ist in diesem Fall Vergütung für den Geschäftsführer. Und was passiert dann? Das ist in Deutschland so geregelt, dass sämtliche Kosten des Autos von der Firma getragen werden, also von Scheibenwischergummis über die Waschstraße. Und gleichzeitig der Arbeitnehmer, also der Geschäftsführer der Gesellschaft, dann den sogenannten geldwerten Vorteil versteuern muss. Traditionell hat man das oft als 1%-Regel bezeichnet, weil 1% des Bruttolistenpreises auf das Bruttogehalt aufgeschlagen wurde und darauf Steuern gezahlt wurde. Hier ist ein Beispiel von einem Tesla, und das hat einen Grund. Und der Grund ist nicht nur, dass ich genau so ein Model 3 habe, sondern bei einem Elektroauto hat der Gesetzgeber eine Vergünstigung. Da werden nur 0,25% des Bruttolistenpreises angesetzt. Und in meinem konkreten Fall sind das 64 Euro. Ich zahle also 64 Euro mehr Steuern ans Finanzamt, ja, und habe dafür aber sämtliche Betriebskosten meines Teslas über die GmbH laufen. Und das macht einen Rieseneffekt. Ich sage deswegen immer, wer so eine Art Auto fährt, für den lohnt sich die GmbH schon alleine für den Firmenwagen. Wichtig ist aber, das ist dann Teil der Geschäftsführervergütung und steht dann auch auf der Lohnabrechnung. Das als kleinen Exkurs. Und hier noch ein Hinweis. Also beim Verbrenner zahlt ihr eben 1% des Bruttolistenpreises.
beim Hybrid 0,5 und bei einem Elektroauto unter 60.000 Euro zahlt ihr 0,25% des Bruttolistenpreises. So viel erstmal zum Dienstwagen. So, und jetzt gehen wir mal, machen wir ein bisschen Mathematik. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, um das zu zeigen. In der GmbH redet man immer von der Handelsbilanz. Ich weiß, ich nehme an, ihr seht meine Maus. Ja. Ich habe hier mal ein Beispiel. Ich habe Dividendeneinnahmen von 90.000 Euro, also schon ein ordentliches Depot. Davon kann ich das Auto abziehen, kann die Kosten für die Software-Tools abziehen, kann die Leverage-Zinsen abziehen, die Kosten meiner GmbH-Verwaltung. Eine GmbH kostet jedes Jahr Geld. Fortbildungskosten, packt noch ein paar Geschäftsreisen rein. Dann habe ich hier ein Ergebnis von 51.800 Euro. Im Privatvermögen hätte ich ein Ergebnis von 55.000, weil ich einfach diese Kosten für die GmbH nicht habe. Hierauf zahle ich in diesem Beispiel 30% Steuern. Dann seht ihr hier den realen Gewinn. Im Privatvermögen sind die Zahlen genau gleich. Also ihr hattet die gleichen Kosten mit Ausnahme der GmbH-Verwaltung und konntet aber nur 801 Euro ansetzen und dadurch habt ihr einen zu versteuernden Gewinn von 89.000 Euro, darauf die Abgeltungssteuer mit dem Soli. Und dann seht ihr hier den Unterschied. In der GmbH spart ihr 4.000 Euro nach Steuern, obwohl ihr die Verwaltungskosten der GmbH hier drin habt. Und da merkt ihr einmal, was Kosten wirklich für einen Riesenunterschied machen. Denn privat bleibt ihr drauf sitzen. Ja, könnt ihr sie eben nicht geltend machen. In der GmbH reduzieren die eure Gewinne. Haben wir Fragen bis hier? Muss man ja einfach weiter. Jetzt kommt gerade eine rein. Ich lese die gleich mal durch. Die kam jetzt in dem Moment gerade rein. Ich hätte mal selbst eine Frage. Wenn du jetzt, du hast jetzt gesagt, Dividendeneinnahmen 90.000, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Inwiefern, wir hatten das, glaube ich, in den letzten Webinaren auch schon mal angesprochen, so eine Art Verlustvortrag über Jahre, wenn man eben Kosten hat, aber vielleicht noch nicht so viele Einnahmen. Wie funktioniert das? Ja, man kann in der GmbH Verluste vor- und rücktragen und baut dann sogenannte Verlustvorträge auf. Also wenn ihr sozusagen erstmal ein Portfolio aufbaut und das noch nicht so groß ist und ihr auch jetzt nichts verkauft, also keine Liquidationserlöse habt, Liquidationsgewinne, dann baut ihr erstmal Verluste auf, die allerdings dann in dem Moment, wo ihr Gewinne gemacht habt, geltend gemacht werden können und verrechnet werden können. Ihr könnt also über 10 Jahre Verluste aufbauen, weil ihr eben immer weiter investiert und keine Gewinne habt. Ja, weil so bis ihr verkauft, steht ja alles nur mit Buchwerten drin. Aber ihr könnt die auf jeden Fall jederzeit voll nutzen, wenn ihr sie dann braucht. Genau, also ist das ja schon mal ein Riesenvorteil, auch wenn man selbst kleinere Konten hat, in Anführungsstrichen, an 90.000 Euro muss man natürlich erstmal Profit machen, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, es vorzutragen. Wenn man dann eben später doch mal mehr verdient, dann frisst es erst die Verluste auf, bevor man dann quasi wirklich in den Gewinn rutscht und am Ende dann darauf dann natürlich auch Steuern bezahlen muss. Ne? Ja, und das war eben noch ein Beispiel, ich wollte es einfach machen, eine Serie, einfach Dividendeneinnahmen. Real habt ihr natürlich Dividendeneinnahmen, Verkäufe, Termingeschäfte und so weiter. Ja. Ich gebe euch hier mal, wir haben bei Ride einen Aktienrechner programmiert und da kann man so eingeben, ob sich die GmbH lohnt. Und ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, ja, alles gleich. Ja, wir haben 100.000 Euro angelegt für 500 Euro im Monat monatliche Sparrate, 15 Jahre lang und sind mal von einer Rendite ausgegangen von 8%. Und ihr seht, wenn ihr keine Kosten in die GmbH schiebt, hat die GmbH in dem Szenario einen Vorteil von 81.000 Euro. Wenn ihr es aber schafft, 1.000 Euro im Monat in die GmbH zu schieben, habt ihr einen Steuervorteil von 230.000 Euro. Ja, und das ist eben ganz entscheidend, wenn man so eine GmbH hat, dann sollte man auf jeden Fall an dieser Kostenoptimierung arbeiten. Das ist ein riesiger Hebel. Genau. Perfekt, ja. Jetzt kommt eine ganze Batterie an Fragen. Ich würde mal oben anfangen und lese mal die eine Frage vor. Ich habe mal noch eine Frage zum Firmenwagen. Angenommen, ich lasse mir als Geschäftsführer ein Gehalt von 600 Euro auszahlen, zwecks Kfz-Leasing. Die 500 Euro werden ja nicht als Ausgabe der GmbH angesehen, in Klammern Cashflow, da ja da kein Geld fließt, oder? Sehe ich das nicht? Nee, also das Leasing würde von der Firma bezahlt werden. Also die Leasingkosten hat die Firma.
Du würdest 600 Euro Gehalt kriegen, ja, also abzüglich, wenn du jetzt keine anderen Einnahmen hast, ist das ja steuerfrei, weil es unter dem Freibetrag ist, und würdest dann eben 1% oder 0,25%, je nachdem, was für ein Auto es ist, des Bruttolistenpreises auf dein Bruttogehalt aufgeschlagen kriegen. Aber das Leasing wird auf jeden Fall von der Firma getragen. Nächste Frage zum Firmenwagen: Wenn die Kosten für ein Auto angesetzt werden, müssen dann auch Kosten oder sind dann auch Kosten für Gehälter erforderlich, oder kann man einfach nur das Auto ohne Gehalt ansetzen? Also man muss sozusagen, man muss dann schon ein Gehalt beziehen. Das muss nicht so hoch sein. Also die 600 Euro waren schon realistisch. Aber nur ein Auto wird ein bisschen schwierig. Und muss es eine GmbH sein oder geht es auch mit einer KG bzw. GmbH und Co-KG? Also die Kosten gehen auch mit einer KG, was nicht. Aber eine KG ist eine Personengesellschaft. Das heißt, du bist weiterhin in der privaten Einkommensteuer. Und wir kommen ja gleich zu dem Punkt Steuersätze. Du hast dann da eben nicht den Vorteil günstigerer Steuersätze, sondern bist nach wie vor in der Einkommensteuer. Genau, okay. Dann, so, jetzt muss ich erstmal alles ein bisschen sortieren, weil ein paar Sachen hatten wir schon immer so halb beantwortet. So, die Eingangsannahme ist ja, dass es im Prinzip 90.000 Euro Dividendeneinnahmen sind. Ja, klar, das ist relativ hoch angesetzt, aber das hat man ja quasi jetzt schon beantwortet, dass man Verluste auch vortragen kann. Dann kommt die nächste Anmerkung, dass natürlich ja trotzdem die Kosten, die ja dann anfallen, durch Einlagen gedeckt werden müssen. Ja, klar, aber ein Auto hätte man ja so oder so wahrscheinlich. Also gut, klar, man kauft sich ja kein Auto ohne Grund, sondern man hat privat gegebenenfalls ein Auto. Was als Zusatzkosten anfallen, sind die Kosten der GmbH. Und da muss man selbst für sich ausrechnen, beziehungsweise man hat ja hier diesen Kostenrechner. Und da wäre dann auch die nächste Frage, ab welcher Höhe das im Kern überhaupt erstmal Sinn macht und für welche Zielgruppe es Sinn macht. Das sind dann auch nochmal gleich zwei Fragen, die wir hier beantworten dann. Hängt, also generell hängt das immer von zwei Sachen ab. Das eine ist, welchen Anlagehorizont habe ich? Ja, weil ich habe einen Zinseszinseffekt, der immer größer wird, je länger ich das mache. Und es hängt natürlich auch davon ab, was ich handle. Ja? Weil wir sagen bei Aktien 100.000 Euro 10 Jahre. Wir sagen bei Derivaten ab 40.000 Euro. Und wir sagen bei Immobilien, und da kommen wir gleich noch drauf, so ab 70.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Genau, okay. Aber das kommt, muss man auch mal individuell angucken. Also ja, ist auch wichtig, wie viel Kosten kann man da rein verschieben? Wie lang ist der Horizont? Teilweise macht die GmbH sehr viel Sinn für Vermögensübertragung an die nächste Generation. Also es gibt da verschiedene Szenarien, die man sich angucken muss. Jetzt kommt hier von Marc, dass das Model 3 jetzt leider nicht mehr unter 50, oder was war die Grenze, 60.000 liegt, sondern schon höher, dann funktioniert das mit den 0,25% leider nicht mehr. 0,5, ne? Bitte? Dann sind es 0,5. Genau, 0,5%. Dann alles zu zahlen von Versteuern. Ja, genau, das muss man ja sehen. Also wie gesagt, man schlägt ja hier was vor als Möglichkeit, die natürlich sich über die Zeit auch gegebenenfalls manche Sachen relativieren. Manchmal braucht man auch ein bisschen mehr Geld, manchmal ein bisschen weniger. Gesetzeslagen ändern sich, beziehungsweise eben natürlich auch grundlegende Preise, wie beim Tesla zum Beispiel. Markus schreibt jetzt mit 10 Jahren Verlust. Ein kleiner Tipp, also gerade Tesla Model 3 und Y sind ja so, kommt man leicht an die 60 ran. Es geht um den Bruttolistenpreis beim Kauf. Also was sich dann durchaus lohnt, ist die Winterreifen nicht mitkaufen, die Dachgepäckträger nicht mitkaufen, das Autopilot-Update nicht mitkaufen, sondern das alles nach dem Kauf nachrüsten. Deswegen macht es generell Sinn, ein Auto erstmal nicht so stark auszustatten, weil stehen die Winterreifen mit auf der ursprünglichen Rechnung und zahlt ihr auch darauf den geldwerten Vorteil. Und wenn man es danach macht, sind seine Kosten? Danach sind einfach Kosten der GmbH. Dann zahlt die GmbH das und fertig. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt kommt eine ganze Menge an Fragen. Ich weiß nicht, wollen wir direkt die Fragen weitermachen oder willst du erstmal noch Präsentation weitermachen? Ansonsten. Wenn du jetzt noch passende hast zu Kosten und Firmenwagen, ja. Ansonsten ja. Geht weiter. Okay, warte mal, dann gucke ich. Also 10 Jahre Verlust in der GmbH, da bekommt man kein Leasing, weil überschuldet, schreibt der Markus jetzt hier. Würde ich sagen, jein. Wie sind deine Erfahrungen? Also ich habe in meiner Firma
ganz gute Verlustvorträge und habe kein Leasing gemacht, sondern meinen Tesla finanziert. Den Kredit habe ich gekriegt. Und es gibt ja auch immer einen großen Unterschied zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz. Ja? Und auch da gerade habt ihr ja, also meine Erfahrung ist ja nicht so kritisch. Würde ich persönlich auch so sehen, aber gut, sicherlich, wenn man es ganz banal sieht und man hat wirklich nur Ausgaben und nicht irgendwelche Assets in der GmbH und alles, ja, vielleicht wird es da kritischer, aber wenn man selbst auch noch eine Bonität mitbringt, eine Lösung findet sich in meinen Augen da immer. Muss man denn ein Fahrtenbuch für das Auto führen? Welche Fahrten wären dann nicht erlaubt? Deswegen hat man ja diesen geldwerten Vorteil. Das Fahrtenbuch, wenn du ein Fahrtenbuch schreibst, musst du eben nicht den geldwerten Vorteil versteuern, sondern musst du halt diesen ganzen Blödsinn machen. Halte ich für nicht praktikabel. Vor allem mit dem geldwerten Vorteil kannst du ja auch so viel privat nutzen, wie du möchtest. Genau. Wie übertrage ich mein Depot? Gut, jetzt lassen wir mal die Autosachen, haben wir jetzt eigentlich durch. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal weiter und dann nehmen wir die weiteren Fragen rein. Genau, also so viel erstmal zu dem Thema Kosten. Jetzt kommen wir mal zu den Steuersätzen. Das ist nämlich der zweite große Hebel, warum sich die GmbH lohnt. Und generell wollte ich euch erstmal zeigen, wo man privat wie viel Steuern zahlt. Ja? Also ihr habt standardmäßig die Kapitalertragsteuer inklusive Soli, das sind die 26,375%. Die zahlt ihr auf Dividenden, die zahlt ihr auf Veräußerungsgewinne von Wertpapieren, auf Erträge aus Aktienfonds, da gibt es eine Erleichterung, da gibt es eine sogenannte Teilfreistellung, dann seid ihr nur bei 18%. Bei Mischfonds, also die 25-50% Aktienanteil haben, seid ihr bei 22%. Rentenfonds, wer das überhaupt noch macht, ist auch wieder bei der normalen Abgeltungssteuer. Interessant sind Gewinne aus Immobilienfonds, liegen bei 10%. Immobilien liegen bei der Einkommensteuer. Ja, das sind dann bis zu 47%. Termingeschäfte auch bei 26,375%. Und private Veräußerungsgeschäfte, da zählt zum Beispiel Krypto zu, ist so ganz besonders. Wenn ihr es länger als ein Jahr haltet, zahlt ihr gar keine Steuern. Wenn ihr es unterjährig handelt, seid ihr in der Einkommensteuer. Das erstmal nochmal so im Kopf haben. Und die GmbH zahlt ganz andere Steuern. Eine GmbH zahlt Körperschaftssteuer, die ist deutschlandweit einheitlich bei 15%. Die zahlt auch die Körperschaftssteuer an Soli, der wurde natürlich nicht abgeschafft. Und es gibt eine Gewerbesteuer bei 3,5%, wobei da jede Gemeinde noch den sogenannten Hebesatz mit multipliziert. Hier ist mal das Beispiel in Berlin, 410% Hebesatz. Das ist auch ziemlich so der bundesdeutsche Durchschnitt, wobei es da starke Schwankungen gibt. Hier bei uns in Berlin-Schönefeld, wo es den neuen Flughafen gibt, seid ihr beim Hebesatz von 240%. In München ist es mehr als doppelt so teuer. Ich werde gleich immer mit 30% weiterrechnen, weil das im Prinzip auch der Durchschnitt ist. Seid euch einfach bewusst, dass je nach eurem lokalen Hebesatz das schwanken kann. Und jetzt denkt ihr, okay, privat 26,375%, Firma 30%, nicht so geil. Aber denkt dran, die 30% sind nur auf Gewinne und es gibt noch eine ganze Reihe Erleichterungen. Ja, und auch diese Erleichterungen gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Zum Beispiel ist das Allerattraktivste, was man in der GmbH machen kann, Aktien halten. Und ich zeige mal warum. Ja, es gibt den Paragraph 8b. Der Paragraph 8b greift, wenn eine Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft besitzt. Und in dem Fall möchte der Gesetzgeber Doppelbesteuerung vermeiden. Er will also nicht, dass auf jeder Ebene wieder die volle Steuer anfällt. Sonst würden nämlich solche Konzernkonstruktionen wie eine BMW oder eine BASF nicht funktionieren, die aus ganz vielen verschachtelten Firmen bestehen. Und was macht dann dieser Paragraph 8b? Der sagt im Prinzip, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist, sind 95% der Gewinne steuerfrei. Und das geht auf zwei Arten. Jetzt müssen wir einmal unterscheiden. Der Veräußerungsgewinn ist immer zu 95% steuerfrei. Die Dividende ist nur zu 95% frei, wenn es kein Streubesitz ist. Streubesitz ist definiert, wenn man weniger als 15% der Tochter hält. Bei Aktien führt das also dazu, dass Veräußerungen im Prinzip zu 95% steuerfrei sind, die Dividenden jedoch nicht. Wenn ihr jetzt bedenkt,
95% sind steuerfrei von 30%, dann bedeutet das, dass ihr da einen Steuersatz habt von 1,5%. Und das ist ehrlich gesagt absolut unschlagbar. Ja. Das ist im Prinzip fast keine Steuerlast mehr. Und das ist auch so, wie ich die meisten meiner Geschäfte gemacht habe. Und deswegen habe ich bis jetzt immer sehr wenig Steuern bezahlt in meiner vermögensverwaltenden GmbH. Ich mache mal eine Beispielrechnung, weil das oft gefragt wird. Wenn ihr jetzt in der Handelsbilanz Kursgewinne habt von 300.000 Euro, also ihr habt Aktien verkauft mit 300.000 Gewinn, dann werden davon nur 5% angesetzt für die Steuerbilanz der Körperschaftssteuer und genauso viel für die Steuerbilanz der Gewerbesteuer. Dividenden, weil es hier Streubesitz ist, erhalten keine Minderung. Kursverluste, das ist auch interessant, werden nicht angerechnet. Die sind zu 100% steuerfrei. Und dann habt ihr hier die Steuersätze. Ich habe das hier mal sehr genau gemacht. Und dann seht ihr, ihr zahlt in diesem Fall eine Steuerlast, ja, von eine Steuerlast von gut 8.000 Euro privat. Gucken wir uns auch mal an. Würde alles einfach zusammengerechnet mit den 26,375%. Und hier hättet ihr dann tatsächlich 68.000 Euro Steuern gezahlt. Und ihr seht, in diesem Beispiel ist der Steuervorteil bei 61.000 Euro. Übrigens war das der Grund, warum ich im ersten Beispiel Dividendeneinnahmen hatte und nicht Aktienkursgewinne, ja, weil die eben steuerbegünstigt sind. Und dann seht ihr hier, wenn ihr sowas mal gemacht habt, wenn ihr halt so mal 300.000 Euro Kursgewinne gemacht habt, die verkauft und habt das mit der GmbH gemacht, dann könnt ihr danach 61.000 Euro mehr reinvestieren, als wenn ihr das privat gehalten hättet. Und das ist schon sehr fundamental. Da, an dieser Stelle kann ich nochmal auf unseren Aktienrechner verweisen. Da könnt ihr im Prinzip alles eingeben und Szenarien durchrechnen und kriegt dann auch eine individuelle Antwort, ob sich das für euch lohnt oder nicht. Nächstes Thema, Termingeschäfte. Ihr habt sicherlich von dieser ganz bescheuerten früheren Verlustverrechnungsbeschränkung gehört. Und zwar dürfen mittlerweile Verluste von Termingeschäften nicht mehr voll verrechnet werden, wobei das Bundesministerium der Finanzen eben darunter eben die klassischen Optionen und so weiter versteht, allerdings Optionsscheine und Zertifikate nicht dazugehören. Generell ist es so, wenn ihr euch das anguckt, im Privatvermögen könnt ihr nur noch Verluste aus einzelnen Termingeschäften bis 20.000 Euro geltend machen. In der GmbH hingegen habt ihr vordergründig einen höheren Steuersatz. Aber nochmal, ihr könnt ja hier auch Leverage-Zinsen und alles geltend machen, Börsenbriefe und so weiter. Das heißt, der Steuersatz ist real nicht höher. Und hier könnt ihr Verluste unbeschränkt anrechnen. Was bedeutet das konkret? Ja? Wir gucken uns das mal an. Ja, die GmbH ist wirklich die Lösung, um das zu umgehen. Und wenn ihr euch das mal einmal anguckt, was das bedeutet, ist das ziemlich essentiell. Ja, wir haben hier wieder ein Beispiel. Wir haben 90.000 Euro Gewinne gemacht und 60.000 Euro Verluste, jeweils mit Optionen. Ja, ihr habt wieder ein paar Kosten angesetzt, Börsenbriefe und Software-Tools wie so ein TradingView und so. Ihr habt Leverage-Zinsen genutzt, ja, warum auch nicht. Hier habt ihr die GmbH-Verwaltung, die habt ihr privat nicht. Ihr habt ein paar Fortbildungen gemacht, habt ein paar Geschäftsreisen gemacht und hier seht ihr das Ergebnis. Was hier halt wirklich schlimm ist, ihr dürft hier nur 20.000 Euro Verluste ansetzen. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, ihr habt 70.000 Euro Gewinn gemacht, davon könnt ihr die 801 Euro Sparerpauschbetrag abziehen und dann kommt ein steuerlicher Gewinn von 69.000 Euro raus. Daraus ergibt sich eine Steuerlast von 18.000 Euro, ja, wieder 26,375%. Real habt ihr aber nur den Gewinn gemacht, dann bleiben 49 Euro übrig. In der GmbH könnt ihr das voll verrechnen. Ihr seht, das steuerliche Ergebnis ist halt hier deutlich günstiger. Und ihr habt dann in diesem Fall 11.000 Euro mehr, weil ihr eben in der GmbH nach wie vor Verluste voll anrechnen könnt, wenn ihr privat nur diese 20.000 Euro abziehen könnt.
Und das tut dann auch richtig weh. Und das ist der Grund, warum wir sagen, die GmbH lohnt sich, sobald ihr Verluste von über 40.000 Euro aus einzelnen Trades macht. Das ist ja das Interessante. Gerade wenn ihr eigentlich ein gutes Risikomanagement habt, habt ihr ja immer Trades, die verlieren. Ja, weil ihr baut ja immer eine Gegenposition auf. Und dann kommt man da eigentlich zwangsläufig rein. Wir haben auch hierfür einen Steuerrechner. Ja, kann ich sehr empfehlen. Da könnt ihr mal gucken, ob sich in eurer Situation die GmbH lohnt. Und jetzt gibt es auch einen kleinen Exkurs. Wir gehen jetzt mal auf geschlossene Fonds. Ich habe vorhin nur über offene Fonds geredet mit den Teilfreistellungen. Besonders ist auch, dass wenn ihr auf geschlossene Venture Capital oder Private Equity Fonds, wenn ihr die mit der GmbH zeichnet und die sind richtig strukturiert, zahlt ihr auch nur 1,54%. Weil ja Private Equity und Venture Capital Fonds in Firmen investieren und das dann wieder so geregelt ist, dass eine GmbH andere Firmen hält. Und das ist eben auch wieder sehr interessant. Und so könnt ihr auch in Alternative Investments investieren. Ja, sehr steuergünstig mit der GmbH. Ich habe euch hier mal eine Übersicht gemacht. Links seht ihr im Prinzip, was mit der GmbH möglich ist. Da seht ihr ganz oben Firmenbeteiligung, wozu auch die Aktien gehören, 1,54%. Aktienfonds sind ein bisschen günstiger, wobei wir tatsächlich immer sagen, bevor du Aktienfonds kaufst, kauf die Einzelaktien, weil die sind natürlich steuerlich noch besser. Und vermietete Immobilien sind ganz cool. Ich gehe jetzt auf Immobilien nicht so ein, aber ihr müsst bei vermieteten Immobilien in der GmbH nur 16% Steuern zahlen, was auch sehr nett ist. So, hier habe ich das nochmal alles zusammengeschmissen. Ja, ich habe hier mal Gewinne aus Aktien, Verluste aus Aktien, Dividendeneinnahmen, Aktienfonds, Einkünfte aus Optionsgeschäften, Verluste, Gewinne aus Vermietung und Verpachtung, alles zusammengeschmissen, den Firmenwagen. Und dann seht ihr, es wird ein bisschen anders berechnet für Körper- und Gewerbesteuer. Ihr seht nämlich, die Gewinne aus Vermietung und Verpachtung unterliegen nicht der Gewerbesteuer. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Und ihr habt hier den schönen Fall, wenn ihr euch das hier alles mal anguckt, habt ihr real in der GmbH 3.500 Euro Cash übrig, habt aber im Ergebnis Verlustvorträge von 9.400 Euro. Das ist übrigens genau das, was mir immer passiert ist, nämlich hier wegen dieser großen Differenz hier oben. Ich habe nämlich immer gute Gewinne gemacht unter dem 8b, hatte aber Kosten und ich habe jetzt nach 14 Jahren immer noch Verlustvorträge und habe mit meiner GmbH noch nie Steuern bezahlt. Und privat seht ihr das hier. Da haut einmal natürlich die, da haut hier so ein bisschen was rein. Ja, und ihr seht dann, hier seid ihr wirklich auch bei einer zu zahlenden Steuer von 11.000 Euro. Das tut dann schon weh, muss man ehrlich sagen. So, jetzt kann ich kurz sagen, was wir eigentlich bei Ride machen. Also wie ich schon sagte, wir helfen euch dabei, Steuern zu sparen, damit ihr besser Vermögen aufbauen könnt und mehr reinvestieren könnt bei JFD. Und wir haben so eine ganze Produktpalette, die wir machen. Ja, ihr könnt bei uns GmbHs gründen. Wir haben auch fertige Gesellschaften, sogenannte Vorratsgesellschaften. Wir haben einen Admin-Service, wo wir die GmbH mit unseren Partnersteuerberatern zu Festpreisen verwalten. Wir haben eine automatisierte Wertpapierverbuchung, auch mit JFD. Also wir lesen euer JFD-Depot aus und machen automatisch die Buchhaltung, was das sehr günstig macht. Ihr kriegt bei uns ein kostenloses Bankkonto, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt über uns in geschlossene Venture Capital Fonds investieren. Und wir haben mittlerweile die größte Community in Deutschland an VV-GmbH-Gründern. Da sind über 1.000 Leute drin. Und ich gebe noch einen kleinen Bonus. Ja, was würde ich machen an eurer Stelle, wenn ihr genügend Vermögen habt, dass sich die GmbH lohnt? Ich würde die GmbH gründen, dann einen Rahmenkreditvertrag abschließen und dann als Gesellschafter Geld in die GmbH geben. Dann so viele Kosten wie möglich von privat in die GmbH schieben. Diese Konsumeinsparungen würde ich dann wieder als Erhöhung des Gesellschafterdarlehens reinlegen. Und dann würde ich so lange reinvestieren wie irgendwie möglich, kein Gehalt beziehen, ja, sondern wirklich gucken, dass ich dieses Flywheel ans Laufen kriege. Und ich würde dann immer weiter die Geschäftstätigkeit ausweiten, damit ich eben auch immer mehr Kosten verschieben kann. Und ganz viele Detailinfos dazu findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.
Und natürlich, wie ich gerade schon sagte, ihr könnt bei Ride einfach euer JFD-Depot verbinden. Dafür haben wir einen detaillierten Knowledge Base Artikel. JFD hat das aber auch sehr schön gemacht im Menü. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr gerne ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Einfach bei uns auf der Seite www.ride.capital. Wir haben da bieten auch E-Mail an, ja, Fragen at ride.capital oder unseren Live-Chat tagsüber unter der Woche. Und ich freue mich jetzt auf alle Fragen. Dann sind noch welche gekommen oder eher nicht? Doch, du hast noch genug Brot, Kangst. Also, es ist am Ende, also mit dem Firmenwagen ist eigentlich jetzt erstmal alles geklärt, da kam nichts hinzu. Ich will vielleicht kurz diese ganze Derivate-Termingeschäft-Schiene kurz, da war jetzt eine Frage zum Beispiel, bei Derivaten sind es 40.000 Euro Gewinn nötig, damit es dann Sinn macht. Da hatten wir ja gerade eben auch diese Thematik mit der Verlustverrechnung etc. Verlust, nicht Gewinne. Genau, das war Verlustverrechnung. Jetzt kam hier eine Frage zu den Gewinnen. Also was macht da Sinn? Ja, wie gesagt, kam ja vielleicht auch schon die Beantwortung über die entsprechenden Beispiele. Weiß nicht, Lukas, ist es da schon beantwortet oder steht die Frage noch? Wie läuft die Buchhaltung bei Trading Up? Da hast du ja gerade schon gesagt, dass das eben zum Beispiel bei JFD ohne Probleme auslesbar ist. Ihr habt auch weitere Broker, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass das so weit automatisiert ist, dass es eben nicht mehr so kompliziert ist, wie man das vielleicht kennt, dass man da mit stapelweisen Auszügen gegebenenfalls irgendwo zum Steuerberater rennen muss oder sowas. Wir lesen wirklich das Depot aus. Alle Transaktionen von Futures über CFDs, Optionen, Stillhaltergeschäfte und verbuchen, also natürlich auch Aktien, Dividenden und verbuchen das alles vollautomatisch. Genau, perfekt. So, wie übertrage ich mein Depot in die GmbH und wie kann ich daraus Geld wieder abziehen? Ähnliche Fragen kommen unten nochmal, auch so zu diesen Depots, ja. Beziehungsweise ich bin 68 Jahre alt mit großem Aktiendepot, lohnt sich da noch eine VV GmbH? Ja, also fange ich erstmal an. Generell, man kann Depots übertragen, allerdings stellen sich da viele Broker sehr quer. Und die eleganteste Variante ist, das bestehende Depot zu liquidieren, dann das Geld von privat in die GmbH zu überweisen und dann das Depot neu aufzubauen. Und die meisten unserer Kunden machen das Stück für Stück, weil sie wollen ja auch manche Trades noch laufen lassen. Also man closed die alten Trades privat und baut sie neu auf. Man kann, wenn man überträgt, ein Hinweis, werden die latenten Steuern, also die stillen Reserven aufgedeckt und es ist auch dann Steuern zu zahlen. Also man muss da einmal durch. Generell sollte man Geld, was man in die GmbH einlegt, als Gesellschafterdarlehen eingeben. Das heißt, ich gebe meiner GmbH ein Darlehen und das Schöne ist, wenn die GmbH Überschüsse hat, dann tilgt die einfach das Darlehen zurück und weil ich nur mein Geld rauskriege, ist das komplett steuerfrei. Deswegen kriegt man eigentlich seinen Einsatz steuerfrei wieder aus der GmbH raus. Wenn das Darlehen komplett getilgt ist und es nicht mehr weitergeht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann eine Gewinnausschüttung machen, die wird dann besteuert, oder ich kann ein Gehalt beziehen. Gehalt ist die bessere Variante, weil das Gehalt in der GmbH wieder als Kosten zählt und damit meine Gewinne mindert. Ja, und zu der Frage, lohnt sich eine GmbH noch, wenn ich älter bin? Wir haben sehr, sehr viele Leute, die im Alter noch GmbHs gründen, vor allem zusammen mit ihren Kindern. Das ist nämlich eine tolle Art, Vermögen zu übertragen. Da mache ich auch mal ein Webinar zu, speziell zu dem Thema. Aber im Grunde ist das so, man gründet die Gesellschaft mit seinen Kindern zusammen, gibt selber als Elternteil das Darlehen in die GmbH und lässt sich dann von den Gewinnen der GmbH das Darlehen zurückzahlen, sodass man schon Geld zum Leben hat oder bezieht eben Gehalt. Aber das Schöne ist, da die Kinder dann schon beteiligt sind, wachsen denen schon die Gewinne zu und das reduziert die Erbschaftssteuer. Ich habe dafür viele Slides, passt leider heute nicht rein. Ich will auch nicht zu lange auf dem Thema bleiben, aber ja, sprich gerne mal mit uns für diese Intergenerationen GmbHs. Die bauen wir sehr viel auf. Dazu kam jetzt auch nochmal eine Frage, die schon quasi in diese Richtung ging. Moment, jetzt kamen nochmal neue Fragen hinzu. Wo war die jetzt gerade? Moment.
mit Freunden, da hier irgendwo eine Frage hier oben. Kann ich Depots von mehreren Personen in GmbHs verwalten, beziehungsweise eben von Familienmitgliedern oder Freunden? Im Endeffekt jetzt schon beantwortet, Freunde vielleicht nicht. Vielleicht dazu kurz was? Also das Problem dabei ist immer die Aufsicht, ja, was die BaFin davon hält. Und was sie halt nicht möchte, ist, dass man Gelder fremder Leute verwaltet. Und man ist dann halt sehr schnell in der sogenannten Finanzportfolioverwaltung und das sieht die BaFin nicht gerne. Ja, deswegen, wer jetzt die Idee hat, mit einer GmbH einfach zum Investmentmanager zu werden, keine gute Idee, ist ein aufsichtsrechtliches Problem. Aber solche Familien-GmbHs, wo die Gesellschafter zusammen eine Investmentstrategie festlegen, das funktioniert. Es gibt ja gerade, was jetzt BaFin betrifft, gibt ja immer noch so diese Grauzone Friends and Family. Aber da ist wirklich, also weiß ich, wirklich der beste Kumpel oder so. Ne? Aber sobald es da wirklich mehrere werden, ist das immer so kritisch zu betrachten. Ne? So, was haben wir noch? Müssen in der GmbH Steuervorauszahlungen bezahlt werden? Falls ja, wie hoch und wie oft im Jahr? Also ja, quartalsweise, aber erst, wenn man wirklich auch Gewinne macht. Und ich kann nur von meinem Beispiel sagen, weil ich eben die Kosten in der GmbH habe, habe ich noch nie steuerliche Gewinne gemacht, ja, weil eben die Gewinne meistens bei mir mit 1,5% besteuert wurden und ich hatte die vollen Kosten drin. Das heißt, das ist nichts, was jetzt sehr häufig auftritt. Vielleicht hier an der Stelle nochmal kurz die Erklärung, ne? Wenn man im Prinzip dieses Gesellschafterdarlehen macht, auch wenn du zum Beispiel so einen Sparplan hast, jetzt kam nämlich die nächste Frage, wäre da gleich im Anschluss dann, wie das eben mit ETFs zu sehen ist, wenn du so irgendwie so einen Sparplan hast und der ist 500 € zum Beispiel im Monat, dann ist ja im Prinzip diese 500 € jedes Mal ein Gesellschafterdarlehen, dadurch erhöht sich das ja. Und wenn du da irgendwie 10 Jahre 500 € ansparst, weiß ich nicht, bist du bei 60.000 € oder sowas, die sind ja dann erstmal, wenn man wieder Geld rauszieht, müssen die ja erstmal abgearbeitet werden sozusagen, bis man überhaupt in diese steuerliche Region kommt, ne? Ja, also bis du privat dann Steuern zahlen müsstest. Und dafür macht man eben einen sogenannten Rahmenkreditvertrag, den stellen wir auch unseren Kunden zur Verfügung. Also der Gesellschafter macht nicht einen Darlehensvertrag mit einem festen Betrag, sondern eben einen Darlehensrahmen. Dann ist man sehr flexibel, Geld hin und her zu überweisen. Genau. Moment, ich muss mal kurz hochscrollen, dass ich hier nichts vergesse. Moment. So, ja. Moment, entschuldigt. Doch ziemlich viele Fragen hier, wobei. Werden nur Verluste aus Aktien nicht angerechnet in der GmbH? Kam jetzt hier nochmal als Einzelfrage. Es war zum wahrscheinlich ja. Wohin. Ja. Wenn ich Aktien mit Gewinn verkaufe, werden doch dann darauf noch die Kosten abgezogen und dann erst die Steuer, oder? Also das ist das, was ich vorhin meinte. Oder kann ich auch nochmal hier zeigen. Wenn ich Aktien, das ist diese Beispielrechnung, wenn ich Aktien verkaufe, Moment. Wenn ich Aktien verkaufe, dann habe ich ja einen Kursgewinn, hier mal 300.000. Davon werden 5% zur Veranlagung gebracht, also in dem Fall 15.000. Davon würden dann alle Kosten abgezogen und erst das, was dann übrig bleibt, würde besteuert werden. Okay, jetzt kommt die ETF-Frage nochmal, gilt für ETFs das gleiche wie für Aktienfonds? Ja, also ein ETF ist ein Fonds. Das heißt, ich hätte dort eine Teilfreistellung und einen Steuersatz von 12%, wenn es eben über 50% Aktienanteil hat. Und das ist der Grund, warum wir halt empfehlen, nimm lieber die Einzelaktie, da zahlst du 1,5%. Jetzt kam im Endeffekt nochmal, ich glaube, das hast du quasi indirekt schon beantwortet, kann ich über den Rahmenkreditvertrag auch Aktien von Privat in die GmbH verschieben, weil die Aktie sehr gut im Plus ist und daraus ja dann eben der Verkauf große Steuern quasi auslösen würde? Ja, aber die Steuern, also auch die Depotübertragung würde auch Steuern auslösen. Also du kannst übertragen, aber es ändert nichts an der steuerlichen Situation. Also es ist quasi dann wie ein Verkauf, weil du quasi dann diese... Ja gut, also ja, lassen wir mal so im Raum stehen. Aber man muss auch sagen, viele Kunden denken, also
das gehört dir ja nicht. Ja? Der Aktienkurs, die Gewinne, davon sind halt 26% gehören eben Staat. Und was du machst, du verkaufst und zahlst halt einen Teil der Steuer heute, kaufst die Aktie wieder, läuft weiter und hast eine neue Steuerbasis. Und das ist der Grund, warum es sich immer lohnt, solche Strukturen früh aufzusetzen. Ja? Genau, und da, das ist ja der Punkt, wo man eben jetzt sagt, okay, man sollte eigentlich schon direkt damit anfangen, also jetzt in frühen Jahren, wie du es gemacht hast. Und umso später es wird, umso mehr muss man dann gegebenenfalls eben auch mal zwischendurch in den sauren Apfel beißen. wenn ich die GmbH in der eigenen privaten Immobilie gründe, wie verhält es sich dann mit der einer Betriebsaufspaltung, wenn man mal verkaufen will oder die GmbH schließt? Ja, also wenn, Betriebsaufspaltung ist ein ekliges Thema, weil sozusagen gesagt wird, hey, wenn du privat die Immobilie besitzt und du besitzt die GmbH, dann bilden das eigentlich, dann ist das eine Betriebsimmobilie und dann bildet das eigentlich eine Einheit. Und das führt dann dazu, dass die Immobilie gewerblich wird. Das heißt, wenn du dann verkaufen willst, zahlst du Gewerbesteuer. Der Trick dabei ist einfach, keine Miete zu verlangen von der GmbH, sondern die einfach kostenlos runterkommen zu lassen. Ja, sondern also dann mit der ersten Betriebsimmobilie, wenn es einen Mietvertrag zwischen Immobilie und GmbH gibt. Also kannst du dann aber wiederum... Mietwohnung übrigens nicht. Ja, also bei einer Mietwohnung könnt ihr einen Untermietvertrag an die GmbH machen. Aber dann kann man die Büroräume quasi dann nicht steuerlich geltend machen, wenn ich es richtig verstehe, in der privaten Immobilie. Genau, wenn es eine private Eigentumsimmobilie ist. Also kann man, dann wird nur beim Verkauf die Immobilie gewerbesteuerpflichtig, also die Verkaufserlöse der Immobilie. Das will man in der Regel nicht. Genau. Wenn ich ein Geschäftsführergehalt erhalte und das Geld nicht brauche, kann ich dies wieder als Darlehen an die GmbH einlegen? Ja, das habe ich gemacht. Ich war mal 2 Jahre segeln nach meinem Firmenverkauf und brauchte das Geld eigentlich nicht. Und ich habe mir aber dann ein Gehalt gezahlt, weil ich ja in der Zeit keine Einnahmen hatte und Einkommensteuer sehr günstig war und habe das sofort wieder als Darlehen eingelegt. Und das erhöht meine Darlehensposition und kann ich dann wieder, wenn das Darlehen getilgt wird, steuerfrei zurückkriegen. Also es kann Sinn machen. Gibt es die Möglichkeit, Kosten, die im Vorfeld, also vor der Gründung entstanden sind, zum Beispiel durch Börsenbriefe, in die GmbH abzusetzen? Nein, alles, was ab notariellen Gründungsdatum ist, kann ich ansetzen. Alles davor, keine Chance. Ist es nicht deutlich einfacher, einfach in ein anderes Land mit Nullsteuer umzuziehen, als sich diesen ganzen Aufwand mit GmbH zu tun? Also, der ist ja auch schon weg. Also ich muss jeder selbst entscheiden. Ich liebe Berlin. Ich bin einfach wahnsinnig gerne hier. Ich fühle mich hier ganz wohl und ich finde, ich habe einen guten Kompromiss gefunden mit in Berlin leben und gleichzeitig eine gute Steueroptimierung haben. Aber natürlich, also wer nach Dubai ziehen will oder so, soll das tun. Gründungskostenberatung etc., da hast du, glaube ich, schon angesprochen, würde ich mal nach hinten verschieben. Kann man dann unter einem Dach gehen? Nee, kann man... Warte mal, muss ich selber erstmal lesen, Moment. Also die Frage an sich, glaube ich, soll heißen, dass man unter einem Dach mit mehreren Familienmitgliedern jeweils einzelne GmbHs hat, die jeweils einzelne GmbHs haben, die jeweils einem Familienmitglied gehören, ob man da irgendwie eine Dach-GmbH rübersetzen kann. Kann ich, Matthias, wenn ich formuliere die Frage gerne noch, wenn es also falsch ist, was hier. Wenn jedes Familienmitglied eine GmbH hat, was bringt dann auch die Dach-GmbH? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wie so eine Holding irgendwie drüber, es bringt nichts dann wahrscheinlich, dann ja. Gibt es bei einer GmbH auch sowas wie Liebhaberei, wenn man keine Gewinne macht? Ja, also es gibt ja diese klassischen Liebhaberei-Sachen, also irgendwie Reiterhof und Bootsvermietung. Gibt es, ja. Also wenn das Finanzamt feststellt, man hat in 10 Jahren noch nie Gewinne gemacht. Allerdings ist Liebhaberei auch immer nur bei Sachen, die man privat nutzt. Also das werdet ihr mit einer reinen Trading GmbH mit ein paar Derivaten nie haben, weil da ist es nichts, was man liebhaben kann. Ja? Aber wenn es halt ans Schiff oder an den Reiterhof geht, dann gibt es natürlich die Liebhaberei auch in der GmbH. Ich habe das bei mir gehabt. Ich bin ja so ein ziemlicher Oldtimer-Freak und hatte da eben im Prinzip auch mal dieses Schreiben auf dem Tisch bezüglich der Liebhaberei.
Und habe aber eben im Laufe der Jahre eben schon hin und wieder eben auch mal wirklich Autos verkauft, auch offiziell logischerweise über die Firma. Und damit war das Thema vom Tisch. Ne? Also das ist eigentlich nur, wenn man etwas hat, was man privat nutzen kann, wie das Pferd oder den Oldtimer, und immer nur Verluste macht, dann kommt man in die Liebhaberei. Genau, und wenn man das nachweisen kann, und ja gut, das, also ich will auch nicht mal zu tief im Detail gehen. So, ich bin, so jetzt muss ich mal kurz gucken, wo man kann man unter einem Dach, das hatten wir, gibt es eine Liebhaberei. So, ich bin als Kommanditist in einer GmbH und Co. KG als GmbH steuerbegünstigt, das heißt steuertechnisch besser gestellt gegenüber Beteiligung als Privatperson. Ist das eine Frage? Bin ich als, also bin ich als Kommanditist? KG ist ja beides. Es ist auf der einen Seite eine KG, da bin ich in einer Personengesellschaft, und auf der anderen Seite eine GmbH. Und natürlich kann ich mit der GmbH Wertpapiere kaufen, dann ist das halt so besteuert wie hier gesagt. Wenn ich das alles über die KG mache, dann ist es halt privat besteuert. Ja, also bei der GmbH und KG hat man beides. Da kann man sich aussuchen, wie man besteuert werden will, je nachdem, wo man es reinpackt. Kann man ja auch überlegen, welche Assets halte ich privat und welche halte ich über eine GmbH. Wie ist das mit der Telekom-Dividende? Die setzt dann den Einkaufspreis herab. Sind solche dann auch begünstigt? Ja, also das müssen wir auch immer verbuchen. Ist so eine eklige Sondersache, aber ja. Gut, jetzt kommt nochmal diese Liebhaberei-Frage, die haben wir schon beantwortet. Arbeitet ihr auch mit RoboForex zusammen? Nee. Wird die PowerPoint im Anschluss verschickt? Ich weiß nicht, was man hier dann zeichnet. Habt ihr eine Aufzeichnung? Das ist ja ein JFD-Webinar. Das musst du beantworten. Genau, ich habe in den Chat, ich kann das auch direkt nochmal reinstellen kurz und sende das jetzt in diesem Moment mal. Ich habe mal in den Chat schon vorhin den Link zur YouTube-Playlist von diesen ganzen Ride-Webinaren geschickt, denn wir stellen diese Webinare auf YouTube online. Da könnt ihr euch die vergangenen anhören und entsprechend auch das heutige nochmal. Und dann könnt ihr natürlich durchscrollen und euch auch die Präsentation anschauen. Versendet haben wir sie jetzt nicht extra immer nochmal, ne? Vielen Dank für die ganzen Infos muss leider los, schreibt der Jörg. Sind Holdingstrukturen sinnvoll? Kommt von Andreas jetzt nochmal. Ja, die sind sinnvoll aus einem Grund. Also wenn ihr eine Holding habt und habt darunter eine operative Gesellschaft, dann könnt ihr zum einen mit 95%iger Steuerfreiheit Gewinne hochschieben und zum anderen könnt ihr dann die operative Gesellschaft verkaufen und zahlt dann auch nur 1,5%. Als reine Trading GmbH, ich würde die Wertpapiere immer direkt in der Holding halten. Das macht also wirklich nur Sinn, wenn ihr die Tochter mal verkaufen wollt. Und es macht Sinn aus Risikostreuung. Wenn ihr so ein operatives Unternehmen habt, gibt es ja mit Mitarbeitern und so, gibt es ja auch immer ein Insolvenzrisiko. Da sind Holdingstrukturen sinnvoll. Ja, aber wenn ihr nur Wertpapiere haltet, Pandemiegeschäfte bei JFD, dann braucht ihr keine mehrstufige GmbH-Konstruktion. Jetzt schreibt der Paul hier, ich weiß jetzt gar nicht, welche .exe-Datei du meinst, Paul. Also wie gesagt, diese Aufzeichnung stellen wir auf YouTube zur Verfügung. Heute oder morgen wird das hochgeladen. Und wie gesagt, den Link habe ich reingestellt. Und ansonsten einfach auf den YouTube-Kanal von JFD Brokers gehen, dort gucken. Da steht es dann entweder, muss man ein bisschen durchscrollen in den Videos an sich oder halt nach den Playlisten schauen. Da gibt es eine Ride-Playlist und da sind die dann alle drin. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also der Ingo schreibt jetzt nochmal zu der eben gestellten Frage bezüglich der GmbH und Co. KG. Es ging um Erträge aus einer Beteiligung geschlossener Immobilienfonds als Kommanditist zu einer GmbH und Co. KG. Ja, also als Kommanditist bist du einfach in der Privatbesteuerung drin. Zurzeit als Privatperson steuerlich besser als GmbH? Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich ja. Was spricht dafür, eine Trading GmbH neben der operativen GmbH zu haben? Steuerlich ja egal. Ja, egal, aber ja, auch. Du hast halt in einer operativen Gesellschaft immer Risiken. Du hast Mitarbeiter, du hast vielleicht Kredite, du hast Kunden, die nicht bezahlen und so weiter. Und da würde ich mich einfach fragen: Möchte ich in dieser Gesellschaft, die ein operatives Risiko hat, auch mein Wertpapiervermögen haben? Und das würde ich mit Nein beantworten. Deswegen würde ich keine Wertpapiere in eine operative Gesellschaft legen, sondern würde das lieber trennen. Das ist aber ein rein haftungstechnischer Grund.
Aber wenn es dann mal schief geht, ist wie eine Versicherungsprämie. Ja? Du zahlst dir 2.500 Euro im Jahr für die GmbH, für die zusätzliche Trading GmbH. Und wenn dein operatives Business hops geht, ist dein Wertpapiervermögen noch erhalten. Ob dir das die 2.500 Versicherungsgebühr wert ist, musst du entscheiden. Mir wäre es das wert. Genau. Jetzt schreibt der Ingo nochmal von, nee, das ist ein anderer Ingo. Muss ich mal gucken, ob da vorher schon eine Frage kam. Nee. Private Immobilie der GmbH verkaufen und dann zurückmieten, Fragezeichen. Kann man machen, kann sich manchmal lohnen. Problem ist, du löst dann nochmal Grunderwerbsteuer aus. Muss man sich genau durchrechnen. Wir hatten Cases, wo es sich gelohnt hat, wir hatten Cases, wo es sich nicht gelohnt hat. Hat Felix auch eine Stiftung? Bitte? Habe ich was? Ob du eine Stiftung hast? Ich habe noch keine Familienstiftung. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Bei den meisten Familienstiftungen will man sehen, dass man Kinder hat. Ich habe keine Kinder, von denen ich weiß. Deswegen kann ich keine Familienstiftung gründen. Okay, das war auch jetzt erstmal die letzte Frage. Aber seht es mir nach, wenn ich vielleicht zwischendurch was jetzt übersehen habe. Also wenn was Wichtiges war, dann haut's jetzt nochmal rein, weil es war wirklich eine ganze Menge und viel Text und man hat ja auch mal so ein bisschen das Problem bei GoToWebinar, man muss das irgendwie, ist das sehr, sehr unübersichtlich. Man kann auch nichts abhaken oder irgendwas. Von daher, wenn jetzt da noch was offen ist an Fragen, dann haut sie bitte jetzt nochmal rein und wir warten jetzt auch gerne noch ein paar Minuten. Ansonsten kommt hier schon vielen Dank. Und zwischendurch kam das auch des Öfteren mal, vielen Dank, muss los und schöne Infos, vielen Dank. Also es kam schon oft, vielen Dank, Felix. Ja. Somit würde ich jetzt auch nochmal von meiner Seite dir vielen Dank sagen und wir warten noch ein paar Minuten. Und es ist auch für mich immer wieder ein spannendes Thema, das zu hören. Und wir hatten heute zum Beispiel, ich habe das ja auch angepriesen in den letzten 2 Tagen bei mir in den Live-Training-Räumen und so. Und da kam dann eben auch immer so, ja, ich brauche erstmal gute Trades und gute Gewinne, um dann über eine GmbH nachzudenken. Es ist natürlich am Ende so. Und es ist eine Thematik, die natürlich grundvoraussetzt, dass man strategisch Gewinne macht, dass man natürlich auch selbst nach vorne denkt und umso jünger man ist, umso besser ist es, muss man auch so sagen. Wenn man natürlich jetzt ein Jungspund ist und denkt jetzt schon darüber nach und legt den Grundstein schon, allein dieser Faktor, dass man über lange, lange Zeit Verluste vortragen kann, der hilft am Ende ungemein. Das ist vielleicht dem einen oder anderen jetzt noch gar nicht so bewusst, aber das ist jetzt ein Turbo, den man für später quasi legt, beziehungsweise da kann man dann später steuerfrei im Endeffekt eine ganze Menge Geld wieder rausziehen. Die Kosten kann man ja, die Kosten hat man ja bis zum gewissen Grad eh. Klar, ich muss 2.500 Euro im Jahr quasi zusätzlich bezahlen dafür, dass ich die GmbH habe und sie verwaltet wird. Von daher macht es mit 10.000, 20.000 natürlich erstmal noch nicht so viel Sinn, weil die muss ich ja wirklich in Anführungsstrichen umsonst bezahlen. Also man braucht eine gewisse Grundgröße, ja. Aber rechnet euch das selbst mal durch, geht in die Thematik mal rein. Ich kann es, wie du sicherlich auch, nur jedem ans Herz legen, auf jeden Fall mal drüber nachzudenken und sich für sich selbst diesen Case durchzugehen. Ihr habt das kostenlose Beratungsgespräch. Macht das. Hört es euch mal an, wenn es für euch noch nicht passt, kommt in 2 Jahren wieder zum Felix oder in 3 Jahren und dann ist es vielleicht spruchreif. Ja. Jetzt ja. Kam noch mal was, Moment, auch von meiner Seite vielen Dank, nee, noch mal vielen Dank an Felix und Reit. Er ist ein zufriedener Kunde, schreibt der Martin schon. Freut mich, Martin. Ja, so, also jetzt kommt noch mal von Matthias. Lass es uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ab welcher Aktiendepotsumme beziehungsweise vielleicht zusammengefasst auf Trading-Summe macht die GmbH ja, unterm Da kann ich immer noch sagen, es kommt auf den Zeitraum an und auch darauf, wie viel ihr zufügt. Ja, wenn ihr jedes Jahr 20.000 Euro anspart, dann macht das natürlich einen Unterschied, als wenn ihr kein Geld mehr zusätzlich einführt. Wir würden generell immer sagen, ab 100.000 Euro und 10 Jahre Anlagehorizont. Und regelmäßigem Einlagen. Nee, also das brauchst du nicht. Also wenn du 50.000 hast und regelmäßige Einlagen, geht das auch. Du musst halt schon auf 100.000 und 10 Jahre kommen. Okay. Aber wir haben Leute, die sind Anfang 30, Pärchen, die eine ganz gute Sparrate haben, die fangen halt heute schon an, eben wegen der Kosten und so. Aber du musst halt schon sehen, dass du auf das Ziel kommst. Also wenn du mit 50.000 anfängst und schiebst jedes Jahr 1.000 Euro rein, dann lass es, ja.
Ja, genau. Und Auto wird halt immer so oft genannt, weil es halt ein großer Kostenblock für viele ist. Ne? Egal, was man jetzt, wie man das für sich selbst löst. Man hat eben, man muss das Ding tanken. Es wurde jetzt oder wird immer teurer. Man muss eben auch Versicherungen bezahlen. Man muss das mal in eine Werkstatt bringen. Man hat die Rate, je nachdem, was man hat. Das ist natürlich ein großer Block. Und wie gesagt, rechnet es euch einfach durch. Jetzt kommt eine zufriedene Kundin sogar. Ja, Felix. Sehr schön, die sich ebenfalls bedankt. Und uns schreibt eben super, dass er das Produkt anbietet. Mega. Ja, vielen Dank, Kerstin, auch an der Stelle für das Lob in Richtung Felix. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Felix. Resttag, muss man ja sagen. Auch gegebenenfalls das nächste Webinar wieder moderieren zu dürfen. In einem Monat, bis zum Ende des Jahres, glaube ich, machen wir es auf jeden Fall noch und vielleicht auch weiterführend im nächsten Jahr. Von daher kommt immer gerne rein. Wir preisen das dann an in den jeweiligen Webinaren, beziehungsweise lest das auch bei uns im Webinar- und Eventkalender. Felix, vielen Dank. Wunderbaren Abend in Berlin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss an alle, die mit dabei seid, gewesen sind. Ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.